Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekichte.de. Ich wurde gefragt, ob ich denn nicht mal ein Video über die Logo machen kann. Ein Video über AKY, CruiseNet und EasySoft. Will ich hiermit gerne probieren. Ich möchte versuchen, ein bisschen die Vor- und Nachteile und die Art der Programmierung ein bisschen rauszuarbeiten. Natürlich die Software und die Hardware. Die Logosoft-Komfort-Oberfläche gefällt mir persönlich am allerbesten. Ich bin der Meinung, es ist auch die allereinfachste zu lernende Oberfläche für Laien. Einfach, weil die Blöcke selber schon relativ einfach sind, weil sie gut aussehen, also rein von der Optik her, und weil die Linien ziemlich gut miteinander verbunden werden können und das Hilfemenü ziemlich gut ist. Ich finde persönlich links, die Blöcke sind völlig ausreichend. Also bei Logo hat mir bisher noch nichts gefehlt. Zur Hardware vielleicht kurz. Bei der Logo gefällt mir zum einen ganz gut der Webserver, der drauf ist. Was ich vermisse, dass man keine E-Mails versenden kann. Am allermeisten spricht aber für die Logo meiner Meinung nach die Displays. Und zwar nicht nur das TD, also das Display auf dem Logo, das TDE, was es dazu gibt, sondern dass ich eben auch 15 große Touch-Bildschirme anschließen kann und die quasi frei programmieren kann. Es gibt in der Logo natürlich auch noch einen Kopf, also der gefällt mir allerdings nicht so gut. Ich finde, mit dem arbeite ich eigentlich gar nicht. Deswegen kann ich auch gar nicht so arg dafür zu sagen. Der Kontaktplan ist, finde ich, also an sich gefällt mir nicht gut. Genau. Gehen wir mal weiter zu AKY. Achso, vielleicht eine Sache noch. Wenn wir mal auf den Eingang gehen, dann sehen wir, dass maximal 24 Eingänge an einem Logo möglich sind und dass maximal 20 Ausgänge möglich sind. Dazu kommen, wenn wir auf Analog-Eingänge gehen, sehen wir, da haben wir maximal 8. Das ist das Einzige, wo ich manchmal denke, ach, das könnte ein bisschen mehr sein bei den Analog-Eingängen. Ansonsten, wenn ich mehr wie 24 Eingänge und 20 Ausgänge hier auf dem Bild hier mache, also ich kann natürlich auch hier noch ein paar mehr wählen, aber wenn ich hier irgendwie mehr drauf mache, wie 24, 20, 30, dann wird es irgendwann so unübersichtlich. Cool oder wirklich cool ist natürlich auch das Netzwerkprojekt, wo man einfach mit hin und her ziehen, habe ich schon drüber gesprochen, dann tatsächlich Projekte machen kann. Das macht meiner Meinung nach mehr Sinn, als dass man auf einer Logo 120 Eingänge drauf hat. Also gegen die Logo, meiner Meinung nach, spricht manchmal so ein bisschen, dass ich vor allem analog Ausgänge und Eingänge, dass ich relativ schnell am Module ansetzen bin. Vor allem, weil die Standardversion, das kleinste Logo-Modul, nur 4 Ausgänge hat. Genau. Gehen wir mal zu AKY. Was mir bei AKY extrem gut gefällt, ist die Hardware. Wenn ich mal schnell auf Neu gehe, muss ich sagen, das PR224 hat 8 Ausgänge, die als Wechsler hat 8 Eingänge, 2 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge zu einem Spitzenpreis. Ist RS485 fähig, wo ich also bis zu 16 Teilnehmer anschließen kann. Da habe ich dann sofort 30 Ausgänge, die ich verschalten kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch das Display gefällt mir, muss ich sagen, sehr gut. Es ist total einfach zu programmieren. Das ist manchmal bei der Logo TDE und auch bei dem Easy Soft, finde ich, die Programmierung manchmal ja, ein bisschen schwierig vom Display. Aber das ist bei der AK wirklich also mehr als genial gelöst. Total simpel, total einfach. Was mir persönlich noch extrem gut gefällt, ist, dass hier extrem viel mit Variablen gearbeitet wird. Möchte ich jetzt bei der Logo-Werte speichern oder dazwischen gehen oder so, muss ich normalerweise das immer in einem Analogwert speichern oder in einem Zähler oder Schwellwertschalter oder so. Bei AK, also bei der ALP, ist es tatsächlich so, dass ich durch das Arbeiten mit den Variablen, also meiner Meinung nach am allernächsten an der Hardware dran bin. Also hiermit kann ich, finde ich persönlich, am allermeisten machen. Auch das Auslesen zum Beispiel geschieht dann über Bitshift-Funktion, über Bitfunktion, dass man einzelne Bits extrahieren muss, einzelne Bits setzen muss, über Decoder und Encoder dann quasi über den Bus damit arbeitet.
Also ich finde, feiner, genauer und näher an der Hardware kann ich eigentlich gar nicht mehr sein. Das ist, finde ich, von ALP die ganz, ganz große Stärke. Ich persönlich finde aber auch, die Software ALP ist mit die schwierigste zu lernen, weil ich eben da extrem viel über den RS485 wissen muss, vor allem wenn ich dann im Busbereich gehe. Aber zum Beispiel, wenn wir uns mal bei Funktionsbausteine die Uhr anschauen, bei Timer zum Beispiel, die Clock und die WeClock und so, das ist alles nicht ganz so intuitiv. Also ich muss hier nicht einfach nur zwei, drei Linien verbinden und das war's dann, sondern hier muss ich zum Beispiel gleich invertieren. Also ich kann Dateien to Bool nicht auf Integervariable gehen. Aufwendig, aber wenn man mal ALP hat, die Software, mehr als gigantisch. Und ich persönlich finde, AKY-Tech hat meiner Meinung nach die beste Hardware überhaupt. Was ich ein bisschen vermisse, ist ein großes Touch-Display, aber das kann ich machen von einem anderen Hersteller, ein bisschen aufwendig, aber geht. Ansonsten sind diese kleinen Displays also mehr als genial mit diesem Bus. So, gehen wir mal zu CruiseNet. Gehen wir auf Neu. Also, was CruiseNet auszeichnet, man sieht es hier unten, ist die Vielzahl an Modulen, die das irgendwie möglich macht. Auch finde ich gut, dass es eben schon Grundmodule gibt, die eben, wie man hier sieht, 10 Relais zum Beispiel als Ausgang haben. In der Grundversion 4. Aber ich muss nicht sofort für 10 Relais zwei oder drei Dinge anbauen, sondern habe es kompakt in einem drin. Die Ausgänge, die Eingänge, also ich finde, das passt. 12 digitale Eingänge, 8 Ausgänge, das sind so super Sachen, die finde ich einfach passen. Bei der Logo vielleicht muss man sagen, das ist ja entstanden, ist eine bessere Zeitschaltuhr früher gewesen. Da hat man zwei Lichtschalter gehabt und einen Ausgang oder so. Ich finde, da müsste Logo nachbessern. Genau. Also das finde ich, das ist hardwaremäßig auch sehr gut. Ist im Gegensatz zur AKY ein bisschen teurer. Genau. Aber absolut im Rahmen finde ich dafür, dass ich hier gleich relativ viele Ausgänge habe als Relaisausgänge, 16 digitale Eingänge, also super, echt gut, 10 und 6 als analog und so weiter. Also die Hardware gefällt mir also bei CruiseNet wirklich absolut gut, muss ich echt sagen. Wir können mal das hier auswählen. Weiter. Jetzt kann ich eben hier noch auswählen, wie ich die 24 Volt Version mit Smart oder nicht. Auch hier gibt es eben so einen Kontaktplan und FBO. Der meiner Meinung nach Logo Soft Comfort ist CruiseNet mit am einfachsten zu lernen. Also zuerst würde ich sagen Logo und dann CruiseNet. Bei M3 Soft finde ich, die Symbole hier sind alles so ein bisschen noch wie Windows 95 aus, aber das ist okay. Was mir absolut gut gefällt, ist mit Doppelklick hier, kann ich Symbole wählen. Also sowas mag ich einfach. Das mag sein, dass das Leute nicht so toll finden. Ich mag sowas, wenn hier vorne dann ein Taster drin ist und beim nächsten ist dann so ein Endschalter drin oder so. Finde ich total cool. Ja, genau. Das gleiche geht auch im Ausgang, wenn ich den jetzt mal hier rübersetze. Kann ich hier zum Beispiel eine Lampe oder einen Lüfter oder so machen. Finde ich absolut genial. Was mir ziemlich gut gefällt, sind eigentlich die Control-Ausgänge. Ein bisschen schade finde ich, dass die Bilder nicht so eindeutig sind, aber wenn man ein paar Mal damit was gemacht hat, man muss damit rechnen. Hier steht jetzt B-Stable und die Übersetzung ist natürlich Stromstoßfunktion. Genau, das gibt es zum Beispiel bei AKY auch nicht. Ein Stromstoßrelais, das muss ich mir dann über Trigger-Relais selber bauen. Bei AK finde ich ziemlich cool, dass es ein Reset und Set Priorität gibt. Gibt es auch nicht so oft. So, die Verbindung ist relativ einfach. Ich schnappe mir eins und verbinde das. Und immer grün hinterlegte Buttons, das sieht man jetzt nicht hier, ist analog. Und so diese schwarzen Buttons sind digital. Hier auch gut gemacht, finde ich, wenn man es mal gecheckt hat, sind die Tasten hier. Das sind nämlich die Tasten vom Display. Auch das Display. Die Display-Programmierung finde ich auch vernünftig. Finde ich eigentlich echt gut. Besonders auch die Tasten, dass die so ein bisschen anders dargestellt sind, dass man gleich weiß, A, B und die OK-Taste, das finde ich, also ist so von M3 Soft, finde ich vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass es ganz nah
so aussieht, wie es ist. Sieht man dann auch bei der Display-Programmierung. Hier die Alarmausgänge, also auch sehr, sehr, sehr gut gemacht, finde ich persönlich. Wie gesagt, die Control, die Timers und so, also wirklich gut gemacht, finde ich. Es dauert länger, bis man drin ist, wie in der Logosoft Comfort. Logo fange ich an und klicke es zusammen. Das ist total easy. Bei M3 Soft, finde ich, muss man ein bisschen mehr. Hier sieht man als die analogen Werte hier. Das sind eben analoge Werte hier. Muss man sich ein bisschen mehr reinfuchsen, wie, weil das so viel davon ist hier. Das mit einer Sekunde und braucht ein bisschen länger. Genau. Dann muss man sagen, diese App-Funktion ist natürlich super gut. Und bei Programm, das würde ich mir bei Logo auch noch ein bisschen wünschen, dass es einfach diese konstante Werte gibt und ich da nicht eben negieren muss oder so oder eintragen muss. Also, oder hier zum Beispiel kann ich eine Nummer, eine feste, könnte ich einen Sollwert von 10 vorgeben oder so. Finde ich richtig gut gemacht. Aber das Rechnen und hier eben die Logik. Was mich hier ein bisschen stört, finde ich persönlich, sind, dass ich hier gleich so ein Sechser habe, wobei es natürlich auch die Vier gibt. Also Sechs habe ich jetzt so nicht so oft gebraucht. Genau. Aber sonst die Standardsachen, eben das XOR, auch die boolesche Funktion, genau. Also finde ich, so Sachen könnte ich mir jetzt bei der Logo auch noch vorstellen, dass da noch ein paar Sachen drin sein können. Ich kann jetzt nicht zu allem übergehen, aber ansonsten finde ich so die Software an sich ein bisschen mächtigerer wie die Logo jetzt. Ich wüsste es nicht, wofür ich die Funktionen, die es da noch gibt, unbedingt brauche, aber es gibt sie. Auch hier gibt es eine Simulation, das habe ich vielleicht vergessen, bei der Logo gibt es eine Simulation. Bei der AK ist die Simulation, finde ich, ziemlich cool, weil ich hier, ich glaube, das kann ich bei M3 auch machen, weil ich hier wirklich jeden Schritt, den es gibt, einfach einzeln durchmachen kann. Bei der Logo, wenn ich hier auf F3 klicke, dann sehe ich zwar hier meine Ausgänge und so, kann auch die Uhr schalten, finde ich gut, aber sonst muss ich immer gucken, schnell, wie es passiert. Und hier würde ich mir so eine Art, also hier kann ich es auch durchgehen, aber das Pause anhalten und die Zyklen finde ich nicht so gut gemacht. Also kann ich hier den zweiten eingeben und so weiter. Aber das finde ich jetzt bei der ALP, ich persönlich ein bisschen besser gelöst, weil ich hier eben diese Zeit der Aktualisierung auch eingeben kann und nicht die einzelnen Schritte durchklicken muss. Aber ich war gerade bei M3 Soft. Genau, auch hier gibt es den Simulationsmodus und hier oben dann eben kann ich es hochladen und schreiben und auslesen. Hier eben die Simulation und hier das Monitoring. Also ich bin jetzt nicht online, deswegen geht es natürlich nicht. Genau, dann, meine Schuld jetzt, ja, zu viel geöffnet. Hier kann ich dann eben vom Programm das machen und die Smart-Funktion und hier einen Titel vorgeben. Ansonsten wie immer von links nach rechts. Ich kann hier die. Oh, geht es nicht? Ich dachte, ich kann. Okay. Ich dachte, ich kann. Ach nee, das war. Entschuldigung, das war hier. Hier kann ich die verschieben nach unten und oben. Wenn ich aus der Simulation rausgehe, kann ich die hier verschieben und kann dann, wenn ich hier reinklicke, eben die Höhe des Arbeitsbereiches ändern. Kann ich hier sagen, okay, mach mal 300 und kann jetzt meine Ein- Ausgänge ein bisschen hoch und runter verschieben. Bei der Logo finde ich eigentlich gut, dass ich die Eingänge auch ein bisschen versetzen kann. Das geht jetzt bei AK und bei CruiseNet nicht. Die sind fest vorgegeben. Vermutlich, weil die eben sagen, man programmiert von links nach rechts, sondern Eingang ist nicht in der Mitte. So, die Easy, mit der muss ich sagen, habe ich am wenigsten zu tun. Was mir hier, finde ich, absolut genial gefällt, was ich von der Siemens ein bisschen erwartet habe, weil ich das von der S7 und so erkenne, dass man eben die Eingänge hat, dass ich hier die Hardware schon mal zusammenstellen kann. Also ich kann mir im Vorfeld überlegen, was brauche ich denn? Wie sieht das Ganze denn aus? Passt es zusammen? Kann ich auf die Informationen klicken? Welche Eingänge habe ich? Welche Ausgänge habe ich? Genau, das finde ich, gehört eigentlich dazu. Dann habe ich bei der Programmierung relativ viel Auswahl. Ich habe eben auch einen Kontaktplan. Ich habe eben einen Funktionsplan, den kann ich mal schnell anklicken. Der sieht dann eben so aus, wo ich die hier eben auswählen kann. Dann muss ich hier auch jeweils die rüberziehen. Also ich finde,
alle vier, also ich mache mal was Strong mit N, dass man sieht. Ziehen wir eine Easy Merchant drüber. Auf Programmierung, alle vier, die ich habe, also ich würde sagen, zuerst kommen die Logo, dann M3 Soft, dann Easy und dann AK vom Programmieren her. Selbst der Easy Programmierung EDP, also ich muss sagen, von der Programmierung her gefällt mir die Easy am allerwenigsten, muss ich echt sagen. Sie ist zwar ein bisschen leichter zu lernen wie AKY wahrscheinlich, die ALP, aber gefallen tut mir die Easy überhaupt gar nicht. Liegt nicht daran, dass ich jetzt viel mit Logo mache oder so, sondern mir gefällt es einfach nicht. Ich gucke mal das EDP an. Allein, was mir immer wieder auffällt, wenn ich das jetzt rüberziehe und es nicht genau treffe, dann erscheint ein Feld, aber es passiert nichts. Also ich muss das nehmen und wirklich ziemlich genau da reintreffen. Und dann habe ich jetzt hier im Prinzip nur die Zahlen drinstehen. Ich kann die Liste ausklappen, kann jetzt da einen Alarmbaustein reinmachen, machen, irgendwas. Aber ich muss im Prinzip, wenn ich die Liste nicht drin habe und die Bezeichnungen nicht auswendig weiß, muss ich, also so geht es mir zumindest hier, also finde ich jetzt nicht so intuitiv, wie wenn ich hier I, F oder das hier irgendwie besser sehe. Genau. Liegt aber auch, wie gesagt, vielleicht daran, dass ich mit der Logo, mit der Easy, also eigentlich nicht arbeite. Ganz, ganz wenig. Aber jetzt ein Öffner eben, dass dann einfach der Klicker da drüben ist oder halt das so runter geht. Ich weiß nicht, was das. Genau. Was mir bei der Easy tatsächlich wirklich richtig gut gefällt, ich mache mal Strong mit N, eben, dass ich das am Anfang wirklich hier so sehe. Was habe ich denn alles? Welche Erweiterungen gibt es denn? Ups, meine Schuld. Dass ich eben auch diese Netzwerkgeschichte finde ich wirklich, wirklich gut und fähig drin habe. Auch der Webserver, ich habe jetzt gelesen, die Eaton Easy, die neue, kann auch E-Mails verschicken. Habe ich jetzt noch nicht probiert, habe ich jetzt mal nur gelesen. Gehen wir mal auf die Kommunikation, mache ich jetzt nicht, sondern nur mal die Programmierung. Ich nehme jetzt einfach mal strukturierter Text, ist natürlich für die Vollprofis, was wahrscheinlich ziemlich fähig ist, die da drin aktiv sind. Funktionsplan und COP. COP mag ich persönlich sowieso nicht so arg. Wenn ihr damit arbeitet und das könnt, natürlich richtig gut. Aber wie immer mit dem, wo man arbeitet, ist gut. Gehen wir auf Easy nochmal. Auch hier, also ich nehme einen Baustein, die Zeitbausteine, Zähler, Arithmetik, Steuer. Im Prinzip das Gleiche. Was hier richtig cool ist, es gibt zum Beispiel einen fertigen Dreipunktregler. Das finde ich gut, aber man muss halt wieder ziemlich genau treffen. Einen fertigen Dreipunktregler. Auch klar, die Multiplex und Schieberegisterbit gibt es und auch so weiter. Also das schenkt sich, würde ich sagen, jetzt zu Logo eigentlich nichts. Genau. Kann es dann hier reinsetzen, wenn ich, wie gesagt, treffe hier ziemlich genau. Hier vorne eben die Ein-Ausgänge dann und so. Genau. Kette hier noch meinen Bausteinplan und den Schaltplan jeweils dazu. Und jetzt Rechtsklick und auf Stift. Kann ich jetzt die beiden eben verbinden? Das wird meiner Meinung nach relativ schnell, relativ unübersichtlich, weil ich eben so große Blöcke habe mit den Linien drin. Genau, ansonsten die Hardware bei der Easy gefällt mir auch extrem gut, finde ich. Wobei es sich zu Logo natürlich nicht arg viel schenkt. Aber der große Unterschied, ich habe wesentlich mehr Möglichkeiten. Also ich kann viel mehr Eingänge schalten. Oh, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie viel es tatsächlich aneinander gereizt sind. Auf jeden Fall wesentlich mehr bei der Logo. Auf der anderen Seite stellt euch mal vor, ihr seid bei der Easy Programmierung und müsst auf dem Plan hier 40 Eingänge verschalten mit 25 Ausgängen und massenhaft was dazwischen. Kann ich mir nicht vorstellen. Da brauche ich ganz ehrlich eine S7 oder irgendwas anderes. Aber dafür finde ich, sind diese kleinen SPS-Steuerungen nicht mehr gemacht oder gedacht. Ein bisschen eine Ausnahme ist da meiner Meinung nach die ALP oder allgemein AKY, weil sie eben mit der RS-485-Schnittstelle arbeiten. Und durch die vielen Variablen kann ich, wenn ich jetzt einen Eingang hier mal verbinde, machen wir mal Eingang und okay und hier verbinden, kann ich jetzt diesen Eingang überall hinsetzen und habe da keine Linien dazwischen, nichts und weiß aber immer, was da vorne hinsteht. Egal ob Logo oder M3, wenn ich bei der Logo jetzt hier das Ding abschneide, dann ist das meiner Meinung nach hier nicht so gut bezeichnet.
Das gefällt mir extrem gut, dass ich diese Variable so oft nehmen kann, wie ich will, sie so oft bezeichnen kann, wie ich will. Und deswegen finde ich, hier kann ich wesentlich größere Schaltpläne zeichnen, weil ich eben auch näher an der Hardware bin. Genau. Oh, das haben wir viele geöffnet. Genau, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier finde ich halt schön, dass es eben diese Dreipunktregler zum Beispiel schon gibt und auch ein PID-Regler. Der PID vermisse ich total bei der Siemens-Logo, wo ich nur einen PI-Regler habe. Der PI, das D fehlt mir halt oft, finde ich persönlich. Genau, auch die Zählerbausteine sind extrem gut gelöst. Und natürlich, was bei der Logo, bei der Easy meiner Meinung nach dazu kommt, jetzt öffne ich nochmal eins, ist mir egal. Was da meiner Meinung nach ganz, ganz arg dazu kommt, ist die Netzwerkfähigkeit und das Vernetzen von den Easy-Steuerungen. Das finde ich ist eine super Sache. Bei der Logo übers LAN-Kabel auch. Aber das ist meiner Meinung nach von der Easy also wirklich eine super Sache. Da die Ausbaufähigkeit. Und das klappt eigentlich tatsächlich ziemlich gut. So, das war jetzt aus dem Bauch raus, was mir so eingefallen ist. Es gibt bestimmt noch extrem viel dazu zu sagen. Ach ja, genau, bei der Easy gibt es, glaube ich, auch ein Touch-Display. Habe ich aber noch nicht damit gearbeitet. Genau, wie gesagt, ganz viel bei der Easy eben diese. Auch hier, wie man sieht, diese Sachen, wo man eben ganz oft braucht, wie ein Dreipunktregler oder so Sachen. Oder wo war es, der Reset? Irgendwo gibt es ein Reset. Wo ist er? Ah, ich finde es gerade nicht. Es gibt hier oben einen Master-Reset-Knopf und so Sachen. Also jedes hat seinen Vorteil. Ich glaube, das, womit man am meisten arbeitet, das gefällt einem auch. Ich persönlich bin eben bei der Logo. Und auch bei der AKY hängen geblieben. Die AKY vor allem mit ganz vielen Ein- und Ausgängen dann. So, aber jetzt höre ich auf mit Labern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch jetzt so ein bisschen Einblick gegeben, was alles mit der Software möglich ist oder was für Feinheiten es vielleicht hat. Nochmal, das ist keine Werbung, kein Überblick, auch nicht gesponsert oder so. Mir geht es einfach darum, mal. Meine Erfahrungen, ich glaube, das trifft es am besten, meine Erfahrungen mit diesen vier Softwaren zu machen. Wenn ihr absolute Beginner seid und so nehmt ein Logo, wenn ihr extrem flexibel sein wollt, nehmt die AK und vor allem preislich an der Hardware ganz super dran sein wollt. Wenn ihr Wert auf smarte Funktionen und so legt und für die Hardware ein bisschen mehr ausgeben wollt, ach genau, was mir gar nicht gefällt bei M3 Soft ist, dass es so einen blöden Programmieradapter gibt. Ach, so ein Quatsch. Also warum kann ich kein USB-Kabel nehmen oder bei dem Logo eine LAN-Kabel? Warum brauche ich auch noch einen Programmieradapter für ein Schweinegeld bei der Software oder hier bei der Hardware dann dazu? Genau. Wie gesagt, nur Erfahrungsbericht, was ich damit erfahren habe. Genau. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und noch nicht gelangweilt.